Tja, meine Freunde, wir haben Samstag, 11 Uhr, schlag mich tot, 11:45 Uhr. Und ein Clankrieg war die ganze Zeit am, ja, am Köcheln, will ich mal sagen, also am Kochen. Das heißt also, unsere Leute haben Los Salchipapa angegriffen. Leider Gottes musste ich doch eine Menge von unseren Angreifern kicken, weil die zu blöde waren oder gar nicht angriffen, was natürlich erschreckend war. Also Tjörn war so einer, der also wirklich, ich sag mal, gar nicht angegriffen hat. Biggie hat angegriffen, aber nicht die Leute, die er angreifen sollte. Also, naja, gut, okay. Also das ist einfach so. Cookie hat mal mehrmals gefragt, wie sieht's eigentlich aus? Greifst du jetzt endlich mal an? Oder weißt du überhaupt? Das könnte, also nur, dass ihr das auch seht und nicht, dass hier jemand meint, also wir würden irgendwelche Leute hier einfach nur rauskicken, sondern so, da schreibe ich, das ZK ist, hast du mitbekommen? Hallo Cookie. Hi, 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 da müssen wir erstmal warten, bis der mal antwortet. So, Kogi, darfst fliegen. Hallo, ich weiß, dass ZK ist, aber interessiert ihn ein Scheißdreck, Leute? Ich reg mich auch gar nicht darüber auf. Das ist aber nicht, reg mich auf. Maxi, regst du dich darüber auf? Ich rege Mittlerweile? mich über sowas echt nicht mehr auf. Das Nee. macht mir keinen Spaß mehr, über sowas aufzuregen. So, dann haben wir also Cookie 2 da einfach rausgeschmissen. Das andere ist auch, dass wir festgestellt haben, dass immer wieder die Fragen kommen, wann kommt denn neue Video? Wann kommt das neue Video? Ne? Aber Maxi sich langsam da rauszieht, was ich verstehen kann. Aus welchem Grund, Maximilian? Einfach aus dem Grund, weil die Leute sich auch nicht bedanken dafür, dass wir mal Videos machen. Ja, also wir machen uns ja wirklich viel Mühe, überlegen, okay, wie können wir den einzelnen Krieger hier darstellen oder die einzelne Base darstellen, fragen dann auch, machen Termine aus, wo dann nur die Hälfte da kommt und vorher haben die gesagt, okay, wir kommen dazu. Also Leute, wisst ihr, eine Zuverlässigkeit, eine Pünktlichkeit, das gehört eigentlich dazu. Außer man sagt, ach, das ist mir scheißegal, dann ist das okay. Aber dann ist das okay, dass ihr den Clan verlasst. Wirklich ganz knallhart gesagt. Also, wenn man einen Clan haben möchte, wo die Leute sich aufeinander verlassen, wo der Clan auch Clan ist, und der Begriff Clan könnt ihr wirklich in Wikipedia mal nachlesen, da ist der klar definiert. Also, das ist nicht so huschi-buschi-huschi. Auch bitte ich mal eine eigene Meinung hier zu vertreten. Das heißt, wenn jemand hier Bullshit schreibt und missschreibt, den einfach mal daran zu erinnern, dass hier normal geschrieben wird, dass wir nett sind zueinander und nicht einfach sagen, oh ja, ist ja gut. Oder der nächste Beispiel. Da fragt jemand, wie ist meine Base? So, die Base ist schrottig hoch 3 und trotzdem wird dann geschrieben, ist gut. Leute, bitte seid ehrlich zu euren Leuten hier drin. Das ist schwach hoch 3, wenn ihr keine klare Meinung vertritt oder nicht Hilfen vertritt. Also geht eigentlich gar nicht. So? Also das wollte ich eigentlich noch loswerden. Genauso wie jetzt hier haben wir das Beispiel gehabt. Wir haben hier einen Spieler weg. Jetzt gucken wir uns den mal an. Der sieht also ganz, also er sieht nicht gut aus, sondern seine Base, wie er aussieht, weiß ich nicht. Also 108er Level sieht gut aus. Er kommt hier in den Clan rein, warum auch immer. Ihm gefällt wahrscheinlich der Clan. Wie lange er bleibt, weiß ich jetzt auch nicht. So, was macht er? Er sagt, ich gehe mal kurz Truppen holen. Klar, ich sag mal, der hat vielleicht den Anspruch, dass er nur 6er-Truppen haben will, sagt aber vorher Bescheid, dass er rausgeht und wieder reinkommt. Und das finde ich absolut in Ordnung. Ne, Pascal, also Assis sind das nicht, die hier Bescheid sagen. Assis sind die Leute, die hier nicht Bescheid sagen. Die hier gar nicht reagieren. Das Schlimme ist noch, dass, was schreibt der Algrip wieder da? Sagt mir, Jan, ich habe doch richtig verstanden, dass ich beim Interview heute nicht teil bin. Doch, klar. Klar bist du. Kannst gleich loslegen, schreibe ich dir mal. Falsch geschrieben, aber scheißegal. Also, es geht darum, dass man natürlich hier auch eine klare Kante bezieht. Das ist ganz wichtig. Ich weiß gar nicht, bei welchem Thema ich jetzt war. Und dass man sagt, okay, was Sache ist. Also, hier eine Gemeinschaft ist da. Wir haben ein Projekt, das über mindestens 12 Monate läuft. Das hier auch nochmal, um Fragen zu beantworten, weil manchmal die Frage steht, du hast ja einen schlechten Account. Das ist unser Zweit-Account, mit dem wir über BlueStacks AppLayer eben Videos aufnehmen. Okay? Verstanden jetzt? Okay. Also gleich, das ist gut. Ich wollte die Zeit ja wissen. Supi, Alkrieb. Dann machen wir das doch. Das schreibe ich noch verkehrt. Okay, man kann nicht alles gleichzeitig machen. Also, nochmal zurückzukommen. Wir werden in Zukunft, wie gesagt, mit einem größeren Abstand nur die Videos machen, Maxi, oder? Ja.
genau. So, und wie wir das früher auch gemacht haben, ne, das heißt also, dass wir, ich sag mal, maximal, wirklich, wenn wir schnell sind, jede Woche ein Video machen, aber in Wirklichkeit machen wir alle 14 Tage, weil sonst kann man es ja nicht feststellen, was passiert ist, oder? Ja, da hast du voll und ganz recht. Ne? Und Clankriege machen wir jetzt mal des Öfteren, aber nur mit Leuten, die wirklich clankriegfähig sind. Ne, oder? Das stimmt. Ne, weil sonst hat es ja keinen Sinn. Das heißt also, die Leute müssen, die hier Clankrieg machen, wirklich parat sein. Die müssen sich auf den Clankrieg freuen und nicht, dass mal 10 Stunden lang fragen müssen, macht ihr auch mit? Und dann kriegst du eine Antwort, ach ja, weiß ich noch nicht, mal gucken. Ne? Oder mit scheiß Truppen angreifen oder was auch immer. Oder zu Blödsinn, ihre Clanburg voll zu machen. Und so weiter und so weiter. Also Leute, bitte habt Verständnis dafür. Also es soll ja Spaß machen, das Spiel. Wir haben extra in diesem Clankrieg hier, ich mache den nochmal auf, haben wir Leute mitspielen lassen, die hier, jetzt gehe ich mal zurück, das sind unsere Leute, ne, ohne denen was zu wollen. Super Samu zum Beispiel gar nicht. Der hat gar nicht angegriffen. Ne? So, die anderen haben doch richtig gut angegriffen. Ne? Da haben jetzt Leute untere Level mitspielen lassen in dem Clankrieg, ohne denen was zu wollen. Wir sagen nicht, dass sie schlecht sind, sondern der Level ist noch nicht so ausgeprägt. Wir waren alle mal in diesem unteren Level. Oder, Maxi? Ich finde, dass man sollte wirklich nicht das so streng beurteilen. Guck mal hier, zum Beispiel der Becky, der ist jetzt aber rausgegangen. Ja, verstehe ich auch nicht. Der Fino, guck mal, der ist auf Platz 9 und hat noch nicht mal so ein hohes Level. Und hat super angegriffen, hallo? Ich finde das super. So, also wenn man jetzt mal guckt, die einzelnen Cookie, das ist natürlich der Idiot, wirklich, der sagt, ey, ich weiß, der Clankrieg ist, aber ich gehe raus, ne? Oder ich habe keinen Bock. Zum Beispiel hier, Klasse, 6 Sterne hat er geholt. Die 8 und 7, der hat natürlich perfekt angegriffen. Das muss man ganz ehrlich sagen, Mann. Ne? So, Griskol. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas, aber auch im Endeffekt nur die 3 und 4, obwohl ich ihm vorher gesagt habe, mehrmals geschrieben hat, bitte greif runter an. Ne? Algrip hat sich auch bemüht, hat... Aber keinen Stern geholt. Oder einen Stern, gar keinen Stern. Ne? Michael, auch 5 Sterne, irre, oder? Ich finde das super. Down 4 Sterne, auch guck mal, gegen wen der angegriffen hat, also richtig geil. Der hat die Nummer 2 und 1 angegriffen, also... Michael hat die Nummer 5 und 6 auch klasse angegriffen. Super Sam, Samu, wie auch immer. Gar kein Angriff. Also das war der kurze Report über diesen Clankrieg, der im Moment 21:15 steht, noch 1:36 läuft. Ungefähr bis zum Interview, was wir gleich mal so mit einzelnen Leuten führen. Da waren sie auch am Anfang alle am Schreien. Machen wir Interview, machen wir Interview. So, und kein, ja, das wollte ich gerade einen Ausdruck gebrauchen, mache ich nicht. Was? Der Algrip hat sich gemeldet. Wo denn? Der hat mir geschrieben gehabt auf Skype. Jetzt möchte er ein Interview gleich machen. Ach so, der Algrip hat sich jetzt bei Skype. Dann kann ich mir auch auf später verschieben, wenn es demnächst losgeht, schreibt er. Okay, alles klar. Jo. Ne? So, Passi, was gleich schon? Fragt er wieder. Oh, Interview. Okay, also Leute, manchmal ist es anstrengend hier, weil man kann wirklich, indem man runterscrollt, lesen, was da steht. Okay? Also... Hier steht doch Algrip. Ich habe doch richtig verstanden, dass ich beim Interview heute nicht teil bin. Okay, klar bist du, kannst gleich loslegen, kannst gleich losschreiben, schreibe ich. Also, Interviews gehen gleich los. Ich schreibe es auch nochmal vielleicht nochmal hin. Interviews starten gleich. Ja. So, und dann werde ich hier im Endeffekt so machen, dass wir die einzelnen Bases aufrufen. Jetzt gehen wir mal nach Hause. Und werden dann im Endeffekt die einzelnen Bases aufrufen und gleichzeitig Skype anmachen. So, und beginnen können wir ja mal hier, wir können mal den Algrip besuchen. Mal gucken, ob der gleich auf Skype dabei ist. Der kann uns ja so seine Base, die zumindest jetzt nicht, sind die nacheinander oder parallel, fragt er jetzt. Tja, mal gucken, ne? Hallo, Algrip, grüß dich. Moin, grüß dich, Jan. Ja, mir geht's. Maxi auch da? Nee, Maxi ist gerade rüber.
Und also zu unserer Mutter. Und ja, damit er ein bisschen was tut und Firlefanz. Wir wollten eigentlich heute Fahrradtour machen danach. Aber es regnet hier. Wahrscheinlich du bist ja Luftlinie von uns, glaube ich, 60 Kilometer weg. Und da regnet es wahrscheinlich auch, ne? Auf jeden Fall. Fängt wahrscheinlich bei den Jetzt habe ich wieder den Bluestack-Player verstellt. Aber das ist dann live. Das ist auch nicht schlecht. Ne? Also. Das passiert Ja, besonders wenn man da so eine Aufnahme hat und 18 verschiedene Fenster auf hat. So, sehr schön, dass du dich bereit erklärst, hier so ein paar Fragen zu beantworten. Du kriegst ja mit, dass auch so ein Minispiel wie Clash of Clans verbunden mit im Chat und verbunden mit möglicherweise auch Clankriegen gar nicht so einfach ist. Ja. Und dass jeder Einzelne da irgendwo, und besonders, das hat mit dem Alter auch gar nichts zu tun, so bestimmte Sachen im Kopf hat und gar nicht richtig zuhört oder liest, ne? Richtig, das kommt auch bei mir öfter mal vor, muss ich gestehen. Wenn ich dann Ja. reinkomme und dann so da wieder die 100 steht mit 100 neuen Nachrichten, dann denke ich, oh Gott, wie soll ich das mir alles Ja, das überfliegen? ist, da gebe ich dir voll Ja. und ganz recht. Das ist mit Sicherheit, wenn man da nicht ständig das sich anschaut, schwierig, die Übersicht zu behalten. Ne? Und kann ich nachvollziehen. Ja. Die Geschichte ist ja die, weswegen ich dich als Erster hier auch interviewen will. Du bist ja 22 Jahre alt. Alter spielt hierbei jetzt weniger Rolle, aber du bist ja doch älter als die meisten hier. Die meisten sind ja 12, 13, 14, sind also da Jugendliche, will ich mal sagen. Und das heißt also, die bringen ja im Endeffekt Erfahrung, was Online-Spiele ist, weiß man manchmal nicht. Manchmal sind die erfahrener als andere. Auch nicht so viel mit oder Ja, zu. das stimmt. Aber zumindest beim Verhalten, finde ich, fehlt dem einen oder anderen ein bisschen was. Also, damit wir das ein bisschen ausloten, du kannst gerne dazwischen quatschen, wenn ich so viel rede. Es ist wichtig bei so Das einem passt Kla schon. Es ist wichtig bei so einem Clan, wie beim Minecraft-Server, den kennst du ja auch, ne? Dass Ja, die genau, da war ich auch schon. so, dass die Leute, die zum Beispiel ein Admin sind, die ein Supporter sind oder was auch immer, die Geschicke des Servers zum Beispiel oder des Clans in den Händen halten und rigoros durchgreifen, wenn irgendwelchen Mist erfolgt. Ne? Weil Richtig, das stimmt. es geht Dafür sind einfach, sie ja da, das ja, ist es geht richtig. einfach nicht anders. Mir tut es manchmal auch leid. Ich hatte zum Beispiel eine Phase, ich sage jetzt keinen Namen, der ist auch wieder hier drin, mit einem Jugendlichen, der ganz lieb eigentlich ist. So. Aber sowas von nervte zeitweise, dass ich den wirklich zweimal hintereinander gekickt habe. Ich habe den nicht gekickt, Ja, das passiert. dass mir Spaß macht, sondern es hat mir wirklich leid getan. Wirklich, es hat mir richtig leid getan. Und ich habe dann eine Stunde gebraucht, um zu sagen, wie kriege ich den wieder rein? Und weil ich hab mich in seine Lage versucht zu versetzen, indem ich gedacht, ach du Scheiße, der Kleine jetzt. Jetzt hat er seine Ansprechpartner, die er sonst in dem Clan hat, nicht mehr. Und mit wem will er jetzt reden? Und so. Und so ein Blödsinn habe ich mir überdacht. Ne? Also ist totaler Schwachsinn. Aber zu Gedanken mache ich mir denn. Und war dann froh, wo er wieder reinkam. Und ich habe dann gesagt, sorry, und versuch mal diese Ausdrücke, die du sonst gebrauchst, nicht mehr zu gebrauchen. Ne? Ja, genau, das stimmt. Aber das ist auch irgendwie ganz normal, weil die noch nicht so alt sind, dass die ja auch ein paar Ausdrücke brauchen oder noch nicht ganz wissen, was sie überhaupt sagen. Und das ist dann vor allem, wenn die jetzt so 12, 13, 14 sind, da passiert dann doch mehr, als sie sich dann noch mit ihrem Gewissen sozusagen auch schon ausloten können. Und ja, da muss man dann manchmal auch ein bisschen verständnisvoll dann sein. Und insofern, das bist du ja auch, was das angeht. Ja, es geht, es Also geht. ist das schon manchmal schwierig. Es kommt auf meine Tagesform an. Ja, das merke ich auch schon. Ja, das glaube ich dir. Ja, du machst das, handelst das ja auch gar nicht so schlecht, indem du einfach dann die Klappe hältst und sagst, okay, lass den mal da rumtoben und ich halte mich mal. Wichtig für mich ist bei dir, das hat jetzt nicht mit irgendwelchen Führungssachen zu tun hier, weil Führung gibt es hier gar nicht in dem Sinne. Es gibt einen Clan, der von jemand mal, ich sag mal, eingeschaltet worden ist mit einem Mausklick. Ne? So, und da sind dann Leute reingekommen, die hoffentlich länger verweilen, damit es Spaß macht, oder kürzer verweilen, dann macht es dann weniger Spaß. So, jetzt wurde die Verbindung hier, jetzt muss ich nochmal zu reingehen, aber wir sind trotzdem bei Skype dabei, das ist gar kein Problem, weil aufnehmen tut das Ding hier. So, und da geht es dann darum, dass man dann guckt, okay, welche Leute passen in den Clan rein. Und du als Erfahrener jetzt, Erwachsener, bitte ich dann einfach in Zukunft auch mal dazwischen zu funken und sagen, Leute, so geht's hier nicht, bitte benimmt euch und was auch immer. Werde ich mal versuchen. Ne? Wenn ich das Also, mitkriege, ja, werde ich bestimmt mal dran. es hat mit irgendwelchen Funktionen. Wir haben grundsätzlich auch das nochmal zur Erklärung, das werden ja andere sehen, dieses Video.
es einfach so gemacht, dass wir grundsätzlich keine Fitze hier machen, außer Maxi und mir, weil wir hatten das einmal mit einem, wir hatten einen Clan, der lief schon 4 Monate, das ist eigentlich eine relativ lange Zeit. Und da war einer von Anfang an dabei. Der Nico kann das bestätigen. So, und dann hat dieser, der von Anfang an dabei war, wurde dann Fitze und der hat alle Leute gekickt über Nacht. Das heißt, der hat 39 Leute rausgekickt. 39, das ist eine Menge. Ja, das ist mehr als unser Clan im Moment. Jo, und ja, ich will ja den Clan klein halten. Hier, sonst hätten wir den voll. Wir hätten ihn ja voll, das wäre ja kein Problem. Weil ich hatte so viel. Aber man muss ja auch die Leute ausgucken, so ein bisschen. Jo, wenn müssen. Wenn es zu viele wird, dann wird es auch immer unübersichtlich. Dann fehlt auch ein bisschen Atmosphäre. Sehe ich auch so, ne? Also, wenn wir jetzt hier hingehen, ich klicke mal gerade hier auf Clan und gucken wir es mal an. Ich weiß nicht, ob du auch sowas aufhast hier. Also, im Moment, aktueller Stand sind 27,50 und ich sag mal maximal 30. Mehr sollten eigentlich auch nicht hier drin sein, ne? Weil wenn wir weiter das Projekt verfolgen, dann muss ja über jeden irgendwo zumindest eine gewisse Zeitspanne berichtet werden. Ja, genau, richtig. Das heißt, da werden deine Videos dann irgendwann möglicherweise eine Stunde lang. Ja, genau so ist es, genau so ist es. Ne? Also ich sag mal, wenn du rechnest, 30 Leute, a 2 Minuten, genau so ist es, 60 Minuten, ist ein Ratzfatz weg. Ne? Das heißt, dann hast du also gerade 2 Minuten Zeit, eben kurz mal auf seine Base zu gehen. Das mache ich jetzt bei dir mal. Ich gehe also in den Clan mal rein und scroll mal hier runter. Da habe ich Allgriff, mittlerweile Level 45. Immer interessant zu sehen, wir haben ja fast zeitgleich angefangen hier mit den Zweitlevels. Also ich mit meinem Zweitlevel. Ja. Und ein bisschen früher. Wir bauen uns ähnlich auf, habe ich festgestellt. Bitte? Nochmal? Wir bauen auch auf uns ähnlich auf, habe ich festgestellt. Ja, ja, es ist erstaunlich, ist das. Ist wirklich erstaunlich. Und ich habe einen Zeitvorsprung, glaube ich, von 1,5 Wochen. Ich meine, ich hätte. Ja, ja, ungefähr 1,5 Wochen. Ich kam rein, da war dein Account Level 10 oder 13. Ja, so irgendwo, ne? Ja, dieser, ne? Und das siehst du jetzt hier in diesen zwei Levels, der Unterschied. Ansonsten siehst du eindeutig, dass keiner von uns beiden hier ein Rusher ist, wie man so schön sagt. Das sind ja so die Sprachbegriffe hier. Die muss ich mir auch wieder immer wieder reinziehen. Ich denke mir auch, was meinen die jetzt? Oder jemand, der kauft, ne? Naja. Also du hast eine schöne Base hier. Wo legst du jetzt Wert drauf auf deine Base? Bist du am Farmen, ne? Ja, also ich farme auf jeden Fall, damit ich ja die ganzen Ressourcen zusammenkriege. Also das nächste ist erstmal eine dunkle Kaserne, die ich versuche zu schaffen. Die fehlt ja noch, damit ich mit meinem Elixier was anstellen kann. Ja. Und danach halt das Übliche, wieder die Mauern ein bisschen hochziehen, die Kanonen und die Minenwerfer, das Übliche halt. Mhm. Und vor allem das Labor, schön, die wieder forschen kann. Ja. Also so eigentlich alles rundherum. Ich guck mal gerade auf deine Krieger, die du hast. Was sieht da aus? Ja, das ist mein Tipp. Also wie gesagt, weil ich jetzt gerade sehe, Bogenschützen 4er würde ich auf jeden Fall machen, angehen. Ne? Das, weil 4er Bogenschützen und diese kleinen grünen Männchen dazu, diese Diebe. Wie heißen die nochmal, die Grünen? Ja, die Kobolde. Die Kobolde. Kobolde heißen die, Maxi? Hallo. Sag mal, Algrib, hallo. Hallo, Algrib. Ah, moin, Maxi. Ja, alles gut? Ja, und bei dir? Machst du schön? Ja, bei mir auch. Ist ganz schön. Das Wetter nicht, aber sonst läuft's gut. Ja. Das ist super. Dir ist bei Skype aufgefallen, Maxi, bei ihm, ne? Ja. Was wolltest du sagen? Ich wollte nur Hallo sagen. Ne? Nein, bei Skype hast du doch gesehen. Ja, stimmt. Ja, du wolltest das Interview ja führen. Nein, das... Nee, der Algrib ist immer noch in Japan, oder? Ist der Albrecht. Du hast doch gesagt, das steht auf dem Skype, ja, steht immer noch in Japan, oder was? Ja, und hier, wie heißt mal? Echt? Steht immer noch? Oh, ja, LP ist aus Japan. Status habe ich noch gar nicht geändert. Genau, LP ist aus Japan. Ja, wir warten schon darauf, dass da die Let's Plays von Japan kommen und haben gesagt, okay, wann kommen denn die hübschen Japanerinnen? Aber gut, okay, naja. Da warten wir und warten wir. Aua, Maxi, nicht in den Kopf hauen jetzt. Aua. So, jetzt habe ich gerade guckst du glaube ich. Guckst du ab und zu mal Nevisys? Nevisys ist? Nee, ne? Nein, gucke ich fast gar nicht. Nee, da gibt's so eine Episode, wo eben der Special Agent Gibbs immer dem Dinosus im Agent dann immer über den Kopf haut. Und dann macht Maxi immer. Wenn er bei mir vorbeigeht, kriege ich so eine von hinten. Bang! Die habe ich auch gerade erwischt. Naja. Nee, schön. Also, bleibst du gedanklich immer fit? Ja, ja, das rüttelt mal mein Hirn einmal richtig kräftig durch. Und die Synapsen, die orientieren sich mal wieder in die richtige Lage. Oh nein. Nee, du musst ja alles ja,
Ist so. Nee, aber schön. Also Base im Endeffekt fast identisch auch so mit meinem, also nicht mit meinem zweiten Account hier, die sich langsam nach vorne bewegen. Interessant ist jetzt, das können wir denen auch mal oder kann ich dir auch mal erzählen. Ich bin gestern Abend relativ spät, weil ich so ein bisschen Magenschmerzen hatte, noch hier in dem Chat drin gewesen. Und sonst wäre ich gar nicht so lange in dem Chat drin gewesen, hast ja gemerkt. Ja, Und wo ich dann auch gerade drin war, ja. genau, und da bin ich in Global rein und da waren so Champs drin mit 3200 und über 200 Level. So, und die haben den anderen erklärt, wie es kommt, dass sie 200 Level haben. Weißt du wodurch? Die sind wie die Geisteskranken nur am Spenden. Ach, dadurch kriegt man auch wieder Dadurch die kriegen die EP. die EPs und dadurch geht der Level hoch, wie geisteskrank. Das heißt, die machen nichts anderes als zum Beispiel Clans auf, wo die die Leute reinbitten, so mit 10, 15 Superleuten und spenden ohne Ende darin, Maxi. Das ist doch super. Ja, das ist irre. Also das wäre so eine Überlegung, dass wir das möglicherweise irgendwann im zweiten Schritt mit dem Clan machen hier. Ne? Dass wir sagen, okay, wir sind hier, sagen wir, ja, was weiß ich, so 30 Leute, wie jetzt auch. Und die wie bekloppt spenden und laden dann immer Leute ein. Das schreiben wir dann global, kommt rein, ihr kriegt gespendet, ihr könnt doch direkt wieder abhauen. Und sodass man also dann wirklich, ja, das machen die auch so, ne? Also, du kannst da in den Ja, Clan, das ist eigentlich echt pfiffig. das ist eine geile Geschichte, du kannst in den Clan reinhüpfen und wenn du da nicht rausgehst, wenn du da was bekommen hast, wirst du gekickt. Und das Beste ist daran, es wird bald ein Update geben. Wenn man Level 100 ist, dann bekommt man 500 Juwelen. Und wenn man 200 ist, bekommt man 1500. Boah, ist ja irre. Ne? Also das Oh, wären, das ist ja, ordentlich. was mich jetzt verwundert hat, ist auch, wenn wir jetzt mal gerade hier ein bisschen am Quatschen sind, dass zum Beispiel die Ostern kein Update oder was auch immer gemacht haben. Ja, Also ist war. normal, dass Ostern ein Update kommt. Nee, Achso. Ostern hatte ich jetzt erwartet, dass da Ostereier rumliegen oder dass irgendwo die Mauern Ach billiger sind. so, nein. Weihnachten hatten sie es gemacht, ne? Ja, na gut, Ostern ist ja jetzt auch ein recht deutsches Event, sage ich mal. Nee, Oder zumindest Easter? Boah. europäisch. Europäisch, ja, Ja, europäisch, Ostern, ja. aber ich glaube, Clash of Clans kommt aus Amerika. Ich weiß es jetzt Kommt aus nicht, ob die Amerika, das so ja, genau klar. machen würden. Ja. Ami, Das heißt, Ami. vielleicht sehen das die Amis mit Ostern nicht so wichtig und Doch, oh vielleicht machen die ja, auch die, lieber mehr also Ostern, ne? die haben sogar Osterhasen, haben die, züchten die extra auf der Fifth Avenue, habe ich gesehen. Also die auch Eier produzieren. Echt? Ja, doch, die legen Eier da und muss man im Auto aufpassen mit. Nee, Quatsch, Blödsinn, das ist natürlich totaler Schwachsinn. Weil man glaubt dann noch jemand hier. Nee, keine Ahnung. Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie die. Ich weiß nur, Halloween ist bei denen so fast ein Nationalfeiertag, ne? Bei den Amis, ne? Ja, genau. Wie bei den Ne? Österreichern auch. Ja, genau. Und dann Truthahn essen und so ein Firlefanz, okay, das mögen die auch. Ja, in Deutschland mittlerweile auch Halloween mehr als Laterne, Laterne. Aber so ist das mal, ne? Ja, das stimmt leider. Das Ja. ist mehr als Fasching oder ähnliches. Ja, Fast das stimmt. mittlerweile. Ja, also nochmal zu Clash of Clans. Jetzt bin ich wieder hier, Verbindung in der GPT. Das ist dieser scheiß Bluestacks-Player. Du hast auch den Bluestacks-App-Player, ne? Ja, der hat auch gerade gesagt, das ist wieder in Ja, das ist witzig. Also der Tick. hat. Also ich muss dazu sagen, aber auf meinem richtigen PC funktioniert das irgendwie nicht. Also mein der Player, der will irgendwie nicht, der will irgendwie ständig irgendwelche Updates fahren und schmiert dadurch ständig ab. Und ich habe ihn auch schon dreimal neu installiert, deshalb kann ich halt Clash of Clans nur auf meinem Smartphone oder halt auf meinem Laptop Soll ich dir mal einen spielen. Tipp geben? Was natürlich etwas unpraktisch ist. Soll ich dir Ja, einen Tipp gerne. geben? Moment, jetzt gucke ich mal gerade, wo das ist. Und zwar, das Ding heißt Mobizen heißt das. Ich schreibe das mal rein, warum ich mache nochmal hier drauf. Das Ding, ich kann es auch hier in den Dingsbums reinmachen. Ne, nee, Quatsch, da kann ich es auch reinschreiben. Bist du noch im Clash of Clans drin, ne? Bei Clash of Clans drin, ja. Okay, dann gehe ich mal gerade rein, schreibe das einfach da so rein, Mobizen, fertig aus. So. Dann wissen alle Bescheid. Ja, genau. Jetzt kommen die Fragen. Was ist denn das? Ein neuer Ja, User. genau. Was ist denn Mobizen? Ein neuer User. Was? Schreib mal hin. Ein neuer User. So. Die natürlich Sag mal nachher bitte was. dieses Video. Bitte was, ne? Jetzt schreibe ich zu dir Klappe. Entschuldigung, ne? Also jetzt pass auf. So. Klappe. So. Ja, so mag ich zum Beispiel Chat. Das ist etwas, was ich so ein bisschen vermisse hier drin. Blödsinn, schreibe ich jetzt hin. War ein Scherz. Scherz, Leute. So.
Dass ich ein bisschen vermisse, dass so ein bisschen sich gegenseitig auf die Schippe genommen wird, so mit Spaß oder was auch immer, ne? Weil du musst ja unheimlich aufpassen, was du manchmal hier schreibst. Wird direkt ernst genommen. Ja, genau, ob es Und gewollt ist oder wahnsinnig. Ja, aber das ist auch wieder so ein Punkt, dadurch, dass ja die meisten jünger sind. Wer da Ironie kennt und Sarkasmus ist schon, der ist da schon sehr reif für sein Alter, möchte ich da meinen. ja, Also, das stimmt, das der stimmt. möchte nicht mehr Obwohl, guck mal, so. der Maxi ist 12 Jahre, der kennt das. Ja, gut, du bist aber auch ja, ne, mit Maxi jetzt, ich sag mal so, täglich zusammen und insofern wird da einiges von dir auf ihn abgefärbt haben. Das Ah, willst du jetzt noch nicht der hat eine mitnehmen. eigene Art. Also wenn er zum Beispiel seine Clips macht, wenn du die Clips mal guckst, guckt er die Clips mal an, die er macht, Ja. dann hat er auch Kumpels, die also, ich sag mal, einen gewissen Sarkasmus und Zynismus mitbringen. Und die sind alle um die 12, 13. Ne? Ja, okay, na gut, das stimmt. Manche sind da Ich will so. es natürlich jetzt nicht irgendwo runterbrechen auf den IQ, der natürlich auch dazu gehört, aber mit Sicherheit hängt da eine Menge dran. Ne? Ich glaube, Naja. das ist die japanische Einstellung, die man in dem Alter noch hat. Aha. So noch ein wenig naiver. Der Japaner, ich bin ja ein absoluter Japan-Freak, und bedingt durch meine Sportart früher, die ich 30 Jahre gemacht habe am Stück, so, und 50 Jahre gemacht habe, 100 Jahre habe ich die gemacht, so gedanklich. So, da sieht so aus, dass der Japaner ja eine ruhende Einstellung zu allem hat. Das heißt, er kontrolliert im Ja, Endeffekt stimmt. alles. Der kontrolliert. Das heißt also, der ist eigentlich, Japaner ist ein totaler Kontrollfreak. Ne? Und Ja, das stimmt. Ne, und deswegen wirkt er für einen Europäer ruhig. In Wirklichkeit ist er nicht ruhig. Ne? Nö, der Der ist kocht leider nicht so du nicht kannst es an unbedingt der, ruhig. witzigerweise hat man das Die früher. lassen es halt nicht raus. Nee, nee, die lassen es raus durch ihre Sprache. Ja, stimmt. Ne? Also diese gutturalen Laute, die die haben, da siehst du, da ist Energie drin ohne Ende. Ne? Finde ich eigentlich gar nicht, weil die Sprache der Japaner ist eigentlich sehr harmonisch und sehr ruhig. Und die haben ja auch kaum Schimpfwörter. Das Also es stimmt, gibt in ja, Japan so das gut wie stimmt, keine ja. Schimpfwörter. Das stimmt, ja. Sag mal ein Das Schlimmste, Schimpfwort. was du sagen kannst, ist, du bist blöd. Sag mal. Baka ist so eins der schlimmsten. Baka. Das heißt Ja? einfach nur blöd. Das ist Okay. so eins, was du sagen kannst, wo sich einer auch wirklich angefressen fühlt danach. Aber ansonsten, Gibt's nicht viel, ne? ist echt nicht so viel. Ist ja schön. Ne, nee, ich mag die Japaner, also ich mag sie, also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde sie also sehr ja, entspannt, entspannt. Ne? Also das ist, wenn ich war zweimal in Japan und wie gesagt, für mich war das immer so eine entspannende Reise. Okay, das waren alle Sportler, die wir nur besucht haben, aber trotzdem war das einfach geil. Ne? Die sind auch alle super nett, also Ja, körperlich stimmt. und vor allem zu Ausländern, weil halt immer noch ja, was Besonderes sind für die. Die kennen da einfach nicht und deshalb Ja. sind sie dann noch mal interessierter. Ja, Und die freuen sich dann wie auch groß wirklich bist du von darüber. der Länge? Wie groß bist du? Für Japaner zu groß, Ja, super, okay. 1,85. Also ich sag mal so, ab 1,90 wird das ja für den Japaner unheimlich geil. Ne? Wenn du so ein Europäer bist und bist so an die 1,90, boah, ey, was ist denn das für einer? Ne? Und weil der Ja, Japaner. genau, dann auch genau, alles, ne? Dann, ja, da wird man schon zum Zierobjekt, Ja, sage ich mal. klar, die sagen, oh, guck mal hier, und dann kann ich mal die Hand anfassen oder was auch immer. Und sind die Haare auch echt da, die Komien? Ja. Ja. Was gibt's noch, was du hier den unseren Kiddies oder unseren Jugendlichen andersrum, unseren Kiddies ist ja Quatsch. Also Leute, wenn ihr Kiddies hört, ist das keine Verunglimpfung eures Alters, weil ich mag eigentlich Jugendliche, die hier drin sind, ab jedem Alter. Also es kommt immer darauf an, ob ihr hier im Clan den Clan mitgestalten wollt, ob ihr anderen Leute mit reinzieht, ob ihr anderen Leuten möglicherweise mal den Mund verbietet. Das ist jetzt nicht in Richtung Algrip gedacht, sondern in Richtung derjenigen, die den Videoclip hier sich anschauen. Was hast du für einen Tipp, Algrip, an die Jugendlichen hier im Clan noch zum Schluss? Generell zum Clan, oh, das ist natürlich immer schwierig, weil, aber generell würde ich sagen, dass man einfach recht entspannt mit einem umgeht und vor allem, ja, ich sage mal, seine Aussagen auch auf das dann reduziert, was so nicht unbedingt von privater Natur ist, sage ich mal. Also, dass man zum Beispiel im Clan Sachen auch schreibt, die gerne auch mit einem zu tun haben, aber wenn es dann zum Beispiel etwas tiefer geht um Sachen, die möglicherweise andere Leute auch betreffen könnten und die jetzt nicht unbedingt wollen, dass andere Leute die hören oder dass andere Leute die auch ja dann möglicherweise mitkriegen sollen, dann ist es da vielleicht ein bisschen schwierig. Das sollte man dann vermeiden, größtenteils, denke ich mal. Also Probleme besprechen immer gerne, aber
Es gibt dann so Geschichten, wo es vielleicht auch klüger ist, dann manchmal ein wenig, ja, sich zurückzuhalten. Gut, nein, Weil ich wieder viel geschwafel, ne? ne, gar nicht. Nee, das, ich hätte es wahrscheinlich genauso, muss ich ganz ehrlich sagen, gesagt. Finde ich gut, Dankeschön dafür. Ich finde es genauso. Also ich gehe da noch einen Schritt weiter. Es gehört in so einen klaren Chat eigentlich keine Telefonnummer rein, Leute. Es gehört keine genaue Anschriftsangabe. Es gehört auch nicht der richtige Name rein. Es tut mir leid, also Nachname zumindest. Weil es kann immer mal passieren, dass sich irgendein, ich sag mal, gestörter Mensch hier in so einen Clan oder was auch immer oder einen Chat verirrt. Ne? Und da solltet ihr sehr vorsichtig sein als Jugendliche, egal welches Geschlecht es, weil das kann manchmal Ärger geben. Deswegen nochmal mein Tipp, ich will da auch nicht in die Einzelheiten jetzt gehen, aber mein Tipp wirklich einfach bestimmte persönlichen Sachen hier nicht zu veröffentlichen, die nur mit Leuten zu teilen, die ihr persönlich kennt. Ne? Richtig, genau. Und am besten auch nicht über den Internetweg, Genau. sondern wenn direkt persönlich. Genauso ist es. Also da auch nochmal unser beider Tipp, der Algrip ist ja auch schon so in Richtung meines Alters, ist es einfach so, das Telefon hat doch den Vorteil, dass man nicht nur mit spielen kann, sondern man kann sogar mit telefonieren. Das gibt's heute noch. Ja, es soll Telefone geben, Smartphones, mit denen du auch telefonieren kannst. Ja, das halte ich auch bis jetzt noch so. Ja. Das ist interessant. Und Letzte, vor allem, ja, was sag? Entschuldigung. ja, die Geschichte, du hattest ja auch, ihr hattet ja auch die Videos gebracht zu diesen Gems, da diesen kostenlosen. Da muss man auch echt aufpassen, weil das finde ich auch so eine Zone. Vor allem, weil Clash of Clans ja so viele Kinder auch noch spielen, so Kiddies dann, das ist natürlich schon sehr hoch die Gefahr, dass die dann da irgendwie reingeraten und sich dann irgendwelche Viren auf dem PC ziehen und hinterher gucken werden Vater und Mutter blöd, was denn da mit dem PC los ist. Das ist Das Schlimme ist ja dann dabei, schon. dass da, Entschuldigung, oh Gott, das Schlimme ist ja dabei, dass YouTube uns diesen Video, Clip, den einen, den wir gemacht haben, wo wir darauf hinweisen, dass es wirklich reine Verarsche ist mit diesen Free Games, gesperrt hat. Ja, okay. Ja, das ist Ne? aber echt ein bisschen fies. Das hat es ja auch im Kommentar, glaube ich, runtergeschrieben. Unbegreiflich. Ja. Wir haben auch, also ich habe zumindest YouTube dann noch angeschrieben, habe versucht, also du, das ist ja sehr schwierig, im Endeffekt Google eine Adresse rauszubekommen, die einen Charakter hat, dass da ein Suborder sich meldet oder was auch immer. Ich habe dann eine rausbekommen durch Umwege über andere Leute und habe denen das mitgeteilt. Das hat ihn dann so weit interessiert, dass das dann in Englisch zurückgeschrieben worden ist. Tut uns leid, aber nach Überprüfung dessen, wir können auf die Millionen Anfragen, die täglich dort reingehen, keine Ja. persönliche Stellungnahme nehmen, was ich natürlich nachvollziehen kann. Nur hier war es eindeutig so, das konnte man, es gibt so zwei Tools, da kann man was machen mit. Hier war eindeutig nachzugucken, wer das initiiert hatte. Das war einer von YouTubern, der so, wie hatte, 150.000 Abonnenten, der sich darüber ärgerte, dass wir jetzt Clash of Clans Free Games Informationsclips machen, die er auch in ähnlicher Art machte, nur er verdient damit Geld. Ne? Achso, ja, gut, okay. Ja, ich will jetzt. Deshalb hat der dann einfach mal gesagt, ja, das will er nicht. Das ist anstößig, das ist anstößig, und wenn er das Also. mit 5 Leuten wiederholt, dann ist das Video eben so oft anstößig. Und irgendwann, wenn du Pech, nur wenn du wirklich Pech hast und das bei uns passiert, da hat sich wahrscheinlich einer nur die ersten 5 Minuten angeguckt und hat dann gedacht, okay, das ist jetzt eine Aufforderung dafür. Hätte man vielleicht von vornherein reinschreiben müssen, Komödie, das habe ich jetzt bei dem anderen gemacht, wäre das auch drin geblieben. Also im Endeffekt bin ich es auch selber schuld. Hätte ich vielleicht direkt hingehen, aber dann wäre der Spaß auch weg gewesen, weil es sollte ja so sein, dass die Kiddies meinen, oh geil, ich krieg hier 100.000 Gems. Ne? Ja, Aber gut, okay, da. ist ja dann nicht. Nee. Also da musst du schon Kronk sein, da passiert wahrscheinlich weniger. Der kann sich das erlauben und Ja, da. nee, also da sowieso nicht. Ne? Na gut, Also, obwohl er aktiv ist, Maxi, man hat ja welcher welche YouTuber gesperrt. wurde der Kanal gesperrt? War das Unge? Nee, davor German Let's Play, weil der einmal ein Video gemacht hat, da war sehr anstößig Ja. und da hat er ihn für ein Jahr gesperrt bekommen. Das kann man sogar noch Ja, nachlesen. ja. Alle Abonnenten waren weg, ne? Stimmt, das heißt Komplett heftig. alle. Ja. Ja, das ist heftig. Er musste Ja, von Anfang das ist auch, anfangen. ja, es kann immer jedem passieren. Ja, das ist schon. Na gut, sobald er einmal einen Namen hat, dann kommen die Abonnenten ja auch schnell Ja, wieder, wenn die sie suchen den dann ja, ne? momentan Ja, das ist verwirren. richtig.
Ja. So, wie lange sind wir drin? 24 Minuten und 41 Sekunden sehe ich, 45 bei Skype zumindest mal. Ja, also wie Richtig, gesagt, ja. ich habe dem, was wir da gequatscht haben, nichts mehr hinzuzufügen. Finde es gut. Hat wieder Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ja. Und deine Stimme zu Ja, hören, mit die dir mir, auch, ne? Das ja, war. deine Stimme zu hören, die wir ja vom Internet und von YouTube wirklich richtig gut kennen. Bei euch geht es mir genauso. Ich kenne mich eigentlich auch nur eure Stimme jetzt nur von YouTube. Das ist das erste Mal über Skype. Ich weiß, ja, ne, ist richtig, das stimmt ja auch. Nee, Das aber ich finde auch deine Sachen, die du da machst, finde ich toll, weil das zeigt so auch für mich jetzt wieder, dass du ähnlich geartet bist wie ich. Du legst keinen Riesenwert darauf, dass du hier 100.000 Abonnenten kriegst, sondern Leute, die da Spaß haben an Siedler 5 und Siedler 4 oder was auch immer. Und ja, und das sind ja auch kleine Gruppen nur, die du erreichst, ne? Das sind ja keine großen Gruppen. Ja, richtig. Ne? Ja, die Sache ist halt auch, man muss sich entscheiden, ob man das wirklich professionell aufziehen will mit am Ende mehreren tausend Abonnenten. Da muss man ja jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele Leute anschreiben und versuchen, so viel Werbung wie möglich zu Ja, kriegen, weil genau. das will ich auch Nee, nicht. das ist ja auch der Das ist halt Fall. nur reines Hobby Ja. und ich bin auch nicht darauf angewiesen, Geld mit den Videos zu verdienen. Also Weil, insofern, ist ja uninteressant ja, auch. geht es auch. Du hast ja auch diese Ja, monetäre also. Geschichte hast du eingeschaltet, habe ich gesehen. Wir haben sie jetzt seit den letzten 10 Clips Ja. rausgeholt, weil wir haben das einfach mal als Test laufen lassen und haben bei Info-Clips haben wir ungefähr verdient 7 Euro. Also mit Alles klar, das ist schon Ja, ordentlich. doch, mit zigtausend, so. Insgesamt haben wir, glaube ich, auf dem Channel, das haben wir noch gar nicht angefordert, weil ab 100 Euro zahlen die erst, ab 100 Dollar, glaube ich, zahlen die erst aus, liegen wir im, In 70, glaube ich. ab 70? Also, Ab 70. ja, dann sind wir knapp davor. Ja, ab 70. Na, dann sind wir knapp davor, dann geht's ja. Nee, aber ich sag mal, irgendwann habe ich es jetzt mal ausgemacht, weil die ändern ja auch ab Sommer ihre Richtlinien komplett. So dass ich also dachte, Ja. okay, und mach's mal monetär raus, damit also möglicherweise sich nicht der eine oder andere da dran stört. Und die manche Kiddies meinen ja auch, das muss man ganz ehrlich sagen, dass man damit Geld verdient. Also wäre ja schön, wenn es so wäre, aber mit einer Abozahl von Na 200. gut, also man verdient Centbeträge, also Ist nur. richtig, ja. Ja, schon. Ja, also das, ne? Kleinvieh macht ja auch Mist Ist irgendwann. richtig, ja. So im, ich sag mal, so in 1000 Jahren werden wir wahrscheinlich so 100 Euro zusammenkriegen. Also es wird dann möglich sein. Ne? Ja, das kann schon passieren. Ja, dann machen wir einen drauf so. Also wir verabschieden uns jetzt schon, um im Jahre, jetzt müssen wir gerade mal rechnen, 3015, ne? Dann diese 100 Euro, die wir verdient Ja. haben, dann noch im Kopf zu haben. Ja, wir Dann. können uns aber auch, ja, können ja uns auch 2050 erstmal auf einen Hamburger bei McDonald's treffen. Ja, das ist natürlich auch Das eine ist auch noch Möglichkeit. was. Es gibt ja hier auf dem Weg zwischen Bremen, sag ich mal, und Hannover gibt es ja auch so mehrere. Ne, eine Tankstelle gibt es mit McDonald's, fällt mir gerade ein. Ne, Maxi? Gibt es auf der rechten Seite, meine ich. Gibt es auf der 27. Ne? Gibt es auch. Ja, gibt es doch eine McDoof. Gibt es doch McDoof, oder? Ja. Deswegen hatte ich gestern Bauchschmerzen, weil ich so viel McDoof gegessen hatte. Ne, ehrlich jetzt. Ja gut, das kann ich verstehen. Das Zu macht Bauch auch ein spät, bisschen zu dick. Echt? spät, zu schnell. Ja, zu spät, zu schnell. Totaler Zu schnell, Schwachsinn. zu viel. Naja, genau. Also das war totaler Quatsch. Also das war, obwohl, wie gesagt, waren nur Fischmecks und Milchshake. Also, aber der Milchshake wird zu schnell runtergeschluckt. Ja, der haut Das ja gerade gar nicht. Aber ja. pure Gier war das Der ist bei aber mir. auch sehr lecker. Der ist lecker, ja, der ist einfach Das ist aber geil. auch das Beste bei McDonald's, muss ich sagen. Sehe ich genauso. Ja, Algrim, ich danke dir an dieser Stelle für das nette Interview. Und Sehr gerne, keine Ursache. ich bin mal gespannt, wer sich noch sehen lässt oder blicken lässt hier bei Skype. Bisher, ja, sind Ja, ja. also im Klaren standen ja schon, ich weiß gar nicht, wer hat ihn da noch gefragt? Ich glaube, Finn hat er der, eigentlich gefragt, das glaube, weiß Passi ich. hatte gefragt, ne? Ja, Ah ja, der Finn, der heute ja, und Finn. Passi ist bei uns auch in der Liste, Genau, glaube gut, ich, drin. Finn. Ich werde mal gucken, wer sich da meldet. Okay, vielen Dank, ne? Okay, dann machst du erst mal gut, ne? Du Und viel auch. Spaß noch. Okay, dir auch, ne? Tschüss. Bis die Tage. Jo, tschüss. Tschüss, Alke. Na, das war doch gut, oder? Mal vergessen, die Aufnahme zu beenden. Was denn? Welche? Tja, hallo. Hallo. Hier ist die Seelsorge von dem Clan Maxis Games und Sie sprechen mit Pfarrer Jan. Warte, hörst du mich so gut oder? Ich höre dich gut.
Ja, wundervoll. Fantastisch. Ich hoffe, dass die Aufnahme einigermaßen funktioniert. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Bin mal gespannt. Ich hatte jetzt mehrmals hier dieses, ich sag mal, Programm gestartet und jedes Mal wieder ausgemacht. Du bist ja seit Anfang an eigentlich bei uns im Clan drin, ne? Ja. Ne? Und außer, dass du irgendwann mal geschrieben hast, dir wäre es viel zu langweilig, du willst einen anderen Clan besuchen. Ja. Aber das hat sich ja mittlerweile wieder gelegt, ne? Ja, ich weiß auch nicht warum, weil mir wurde davon. Irgendwann war mir eben langweilig und naja. Naja, gut, ich meine, ich kann es nachvollziehen, wenn sich da in so einem Clan nichts tut und nur Schnarchnasen drin ist, kann ich das nachvollziehen, ehrlich jetzt. Ne? Also das ist, ich nehme sowas ja auch gar nicht persönlich, wenn jemand sagt, wir hatten ja auch hier einen relativ guten Clan-Mitspieler, wie hieß der nochmal, XX-Gamer, genau, der also wirklich richtig gut auch kämpfen konnte und den Clan-Krieg richtig gut organisiert hat. Nur wie gesagt, der ist auch raus, weil er hat sich tot geärgert hier, weil keiner richtig mitmachte, ne? Ja. Und ich kann es verstehen, mir hat das jetzt diesen Clankrieg ja auch wieder gesehen, wie oft ich da geschrieben habe, Leute, macht bitte das oder dies und jenes und ja, ne? Immer dasselbe Spielchen. Inkompetente Leute. So, du Deutschschweizer, nochmal eine Frage. Du hast dich aus dem Clankrieg ja jetzt ich guck mal gerade, ich guck mal deine Base an. Die sieht ja richtig gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Level 58 und hast fast alles maximiert, also richtig toll. Ja, ich mach gerade meinen Tesla. Also, das stimmt, ja richtig, genau, verbogene Tesla Level 1, da sehe ich das. Richtig, das ist das Schöne, wenn man da im Clan zusammen ist, dann kann man auch sehen, was der andere gerade am Bauen ist. Und ich gehe mal gerade hier oben drauf. Drache hast du, hast diesen kleinen braunen Lakaien, blauen Lakaien, lieber Gott. Und ja, sieht gut aus. Warum machst du jetzt keine Clankriege mehr mit? Kein Bock? Ja. Ja, ich hab's irgendwie verlernt, gut anzugreifen. Ja gut, aber dann lernst du es wieder, ne? Ja, irgendwie muss ich es, ja. Also ich sag mal, also ist es hier in unserem Clan, aber das glaube ich, weißt du, nicht zwingend notwendig, da mitzumachen, ein Clankrieg. Maxi und ich haben uns auch rausgeholt mal, weil wir gesagt haben, wir machen den Gedöns nicht mehr mit, weil jedes Mal, das hast du ja auch miterlebt, gab es immer wieder Stress. Selbst bei den vorherigen Clan. Ja. Bescheuert, oder? Ja. Ne? Und das heißt also, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, warum die Leute einfach, wenn man sagt, Mensch, greift doch die 9 an oder greift die 10 an oder bitte um 14 Uhr startet das Ding, bitte seid mal alle da oder was auch immer, das einfach nicht einhalten. Ich kapiere es nicht. Ne? Man könnte es auch so machen, die Nummer 1 greift die Nummer 1 an oder so. Ja, also zwei. Ja, ja, ich am Anfang, du hast recht, voll und ganz. Am Anfang ist es aber wichtig, dass man, glaube ich, 3 Sterne mal holt. Und da sollte man, bis auf die Nummer 1, sollten die anderen alle meines Erachtens eine runtergehen. Ne? Ja. Der Letzte, der muss eben ein bisschen warten, bis er angreifen kann, das ist mal so. Aber wenn die eine Stufe runtergehen, dann ist die Chance relativ groß, dass sie zumindest mal 3 Sterne holen. Oder theoretisch sogar 2 Sterne. 3 Sterne, 3 Stufen runtergehen, Quatsch, 3 Sterne runtergehen, ja. Ne? Ich persönlich halte mich, wenn ich da einen Clankrieg mitmache, auch bis zum Schluss eigentlich zurück und gehe dann erst dazwischen, wo ich sehe, okay, da müssen wir noch Sterne holen. Ne? Ja. Was gefällt dir so an unserem Clan im Moment ganz gut? Momentan eigentlich die Freundlichkeit. Okay. Muss man sagen. Ja. Also da wird ab und zu doch schon ganz nett gequatscht, ne? Ja. Und was gefällt dir an so einem Clan oder an dem Clan, jetzt bleiben wir beim Clan mal, eigentlich weniger dann? Gibt es so Punkte, wo du sagst, okay, das könnte besser werden? Ja, es gibt eben immer Jumper eben, die am Anfang ja sehr nett sind. Aha, richtig. Aber dann einfach ja wieder gehen. Ja, die machen am Anfang sind ja so richtig Schleimer, ne? Und dann sagen sie, Pö, das ist mir zu langweilig, jetzt gehe ich erstmal. Ja, das hatten wir auch am Anfang, wo wir den, du hast das ja mitbekommen, du warst ja wirklich am Anfang mit dabei. Am Anfang hat man ja irgendwann mal gesagt, wir machen das Projekt und haben dann auch unser YouTube-Channel damit reingepackt. Und dann kamen ja am Anfang Leute, die sagten, oh geil, ihr habt hier einen tollen Kanal und so einen ganzen Förderfans. Und in Wirklichkeit waren das, ich sag mal nicht den Ausdruck jetzt, aber waren wirklich Idioten. Ne? Ja. Und aber das ist bei so bei dem Spiel eben leider Gottes so, ne? Ja, es spielen ja eben nur reife Kinder. Es ist so, ja. Obwohl, mal ganz ehrlich gesagt, ich bin ja schon ein paar Jahre älter, aber es ist so, dass das Alter meines Erachtens weniger eine Rolle spielt, als das, was man in der Birne hat. Ja, ne? Das sieht man ja zum Beispiel bei Maxi.
Ja, ist so. Ja, bei dir aber auch. Du bist ja, wie alt bist du jetzt, Nico? 14. 14. So. Also du bist ruhig, du guckst dir es an, ich sehe das ja, und ab und zu reagierst du dann auch im Chat. Also es ist ja nicht so, dass du da ständig irgendwo da was loslässt oder irgendeinen Mist da schreibst, sondern du guckst ja auch, okay, auf was reagiere ich und auf was reagiere ich nicht und bist überlegt dabei. Ja, so ungefähr. Ja, ist aber so. Das, ja, gut, ich sehe es ja. Und weil der Vorteil bei mir ist ja nicht so, dass ich ständig am Spielen bin. Nur ich habe hier zwei Bildschirme an, beruflich. Und auf Okay. dem einen Bildschirm habe ich einfach in so einem kleinen Fenster habe ich eben dieses Ding da laufen. Und kann da ab und zu mal draufdrücken und sehe, was sich tut. Okay, nicht ständig gucke ich da hin, aber wenn da jetzt zum Beispiel einer was schreibt, sehe ich das sofort und klicke dann während der Arbeit, die ich hier mache am Computer, klicke ich dann mal da drauf und sehe das dann auch. Deswegen ist der Vorteil, manche meinen ja, ich würde ununterbrochen spielen, ist natürlich gar nicht der Fall, sondern das Ding läuft einfach nur. Ne? So, Naja. mit dem BlueStacks App Player oder was? Genau, genauso ist es, genauso ist es. Ne? Den habe ich sogar selber. Ja, das ist relativ einfach, ne? Du musst ab und zu nur wieder aktiv das Ding schalten, sonst geht er nämlich aus. Das mache ich jetzt auch gerade. Das ist nämlich dann ziemlich laut hier, gerade bei so einer Aufnahme. Ja, ich hatte eben lange Zeit mit Algrip auch mich unterhalten. Das war ein schönes Gespräch. Das ist ja auch ein YouTuber, der wirklich schöne Clips macht. Ja. So über Siedler und so weiter. Die machen wir ja auch ab und zu. Und also für mich ist immer wichtig, dass hier, sag mal, der Clan zusammenhält. Und wenn du, da so meine Bitte auch an dich, wenn du merkst, dass einer zum Beispiel hier irgendwo aus der Reihe tanzt oder was auch immer, dann hau ihm richtig zwischen die Nase, sag ich mal, und sag, also Leute, so machen wir das nicht. Und wenn du das so weitermachst, wirst du gekickt. Und wenn er dann sagt, du kannst mich nicht kicken, dann kurz eine Info an mich, dann kicke ich den raus. Pumpt. Ne? Ja, okay. Oder an Maxi. Also wir, das einzige Problem ist nur folgendes. Wir haben uns irgendwann mal wirklich geschworen, dass wir keine Fitze machen, weil wir ja einmal den Clan komplett verlustig gingen durch so einen Idioten, den wir mal zum Fitze machten und der hat 39 Leute uns gekickt. Was? So viele? 39, ja. Wir hatten einen Clan mit, ja, wir waren es, glaube ich, 51, nee, 41, 41. Okay. Und 39, also ohne uns jetzt, 39 hat er rausgeschmissen über Nacht. Naja, und die Leute waren natürlich richtig stinkesauer auf uns. Und das war richtig schade, weil es wirklich ein toller Clan war. Da war also von Level 20 bis Level 120 waren da alle dabei. Also war ein schöner Clan. Ne? Und da habe ich aber noch nicht so gespielt wie jetzt, sondern einfach nur so einen Clan gehabt und da haben wir ab und zu uns mal gequatscht und so ein bisschen gebaut da, ein bisschen da. Ne? Und, Ja. aber das hat richtig Laune gemacht, nur da haben wir gesagt, okay, wenn wir nochmal einen Clan machen, dann wirklich nur, dass wir sagen, nur die persönlich Bekannten, also die wir jetzt persönlich ganz nah kennen, die hier irgendwo wohnen oder was auch immer, die machen wir dann so ein Fitze. Obwohl, da sind wir dann auch weggekommen, weil einen, den Maxi gut kennt, der hat dann auch dummes Zeug verzappt und dann haben wir gesagt, okay, da kommt keiner mehr rein. Ne? Ich weiß ja, wen du meinst. Du weißt, wen ich meine, ne? Ja. Ja. Okay. Wir lassen den Namen raus, der kann das nämlich möglicherweise sehen. Aber es ist dann wirklich blöde, wenn Leute dann eben auch so unheimlich viel jumpen oder was auch immer. Und du hast dich ja damals auch über den aufgeregt. Du weißt ja, wen ich meine dann. Ne? Ja. Ja. Ne, super. Also gibt es irgendwas, was du noch erzählen willst den anderen Kollegen hier im Clan? Bleibt immer nett zueinander Ja. und spendet das, was angefordert wird und nicht das andere. Das ist ein guter Tipp. Ihr habt es gehört, also Nico sagt hier, seid nett zueinander. Das ist auf jeden Fall die absolute Grundlage. Alles andere ist sowieso egal. Auch egal ist, ob du mal im Clankrieg verlierst. Lieber Gott, das ist nicht schlimm. Also, erstmal verliert sowieso kein Mensch was. Ne? Es geht ja um gar nichts. Also kein Geld, um gar nichts. Ne? Und wichtig ist im Endeffekt auch, dass auch Spenden wirklich, wenn man sagt, der will einen Drache, der Nico ist einer, der mir immer den Drachen gespendet hat, das weiß ich nämlich zu schätzen. Und der hat es auch immer gemacht, der hat auch Drachen dann produziert mal schnell für mich. Ne? Und da als Beispiel nehmen, so ein zuverlässiger Clan-Krieger Nico, mit dem ich mich jetzt gefreut habe, wirklich mal zu unterhalten. Super. Ja. Ich habe jetzt auch nichts mehr, außer du willst noch irgendwas sagen. Dann danke ich dir an der Stelle, auch von Maxi. Maxi? Maxi, komm doch mal gerade, bitte. Ich schreie mal ganz laut durchs Haus. Moment. Maxi? Live ist das hier. Nico, unser treuster Clankrieger. Guck mal, sag mal guten Tag, bitte. Hallo Nico. Hallo Maxi. Ja, willst du den Nico was fragen noch? Der ist ja seit ewigen Zeiten dabei. Der weiß auch, wen wir schon öfter rausgekickt haben, an Kumpel von dir, ohne Namen zu nennen. Ha? Okay. Ja, Ja. also was ich fragen wollte, danach
denken. Wer war es denn nochmal? also momentan fallen mir gerade keine Fragen dazu ein. Echt nicht? Nee. Nee? Nee, dir? Ich weiß nicht, vielleicht, was er hier, ob er mehr, warum er keine Trophäen zum Beispiel jagt, kannst du da fragen, oder? Ja, weiß ich ja schon. Ja, ich weiß das auch, sehr blöde. Ja, gut, wenn dir nichts einfällt. Ich hab den Maxi natürlich von vorne jetzt weggenommen, Entschuldigung. Entschuldigung, Maxi, ne? Also, oh Gott, weinst du jetzt? Ja, ist ja immer so kleine Kinder, ist immer so eine Geschichte, Nico. Nein. Maxi, mein. Aua, Maxi. Jetzt kriege ich wieder eine gescheuert von ihm. Ja, super. Okay, also ich bedanke mich bei Nico wirklich für das nette Interview und auch für die Zeit, die du dir genommen hast. Und wir sehen uns im Clan und du sagst auch Tschüss, Maxi. Ja? Ciao, ciao. Das ist ein Spinner heute, der Maximilian. Okay, Nico, vielen Dank. Ja. Und bis die Tage, ne? Ja, tschüssi. Tschüssi. Ah, ich grüße dich, Nico. Ja. Schön, dass wir das mal hinkriegen, weil vorher war auch der Nico, der auch Nico heißt, nur auch schon dran. Schön. Du müsstest ein bisschen lauter sprechen. Ja, hörst du mich jetzt besser? Jetzt höre ich dich fantastisch gut. Und ja, vielleicht erzählst du mal, was du an dem Clan ganz gut findest und was nicht. Also, was ich finde an unserem Clan, dass Leute halt spenden. Also, dass sie auch gute Sachen spenden und nicht so Barbaren, sag ich mal, und meistens auch das spenden, was man anfordert. Also, ich habe ja auch Magier und andere Truppen noch angefragt und ich habe immer die Truppen erhalten. Ja. Das fand ich sehr gut und was mir nicht so gut gefällt, dass halt manche den Clankrieg nicht angreifen. Weil das ärgert mich auch für die anderen User, die jetzt sich der Mühe geben dabei und die anderen nicht angreifen. Ja, das finde ich ein bisschen traurig. Ja, das stimmt. Da hast du vorhin ganz recht. Du hast ja mitbekommen, wie ich mich da so ein bisschen aufgeregt habe. Und es ist einfach schade für die anderen. Das ist genauso, wie du das gesagt hast. Die anderen kämpfen sich da, den Hintern blutig, sag ich mal. Und die anderen machen einfach nicht mit. Und das ist dann ärgerlich, ne? So, ich habe deine Base jetzt hier auch, die nehme ich also mit auf bei dem Interview. Und da sehe ich in der Mitte, dass du ein Lager mit dunkles Elixier richtig stark geschützt hast. Ja, weil ich wollte halt jetzt auf den Barbaren auf den sparen und erstmal auf die dunkle Kaserne mit paar Truppen ausbilden. Mhm. Die heute so gegen 8 fertig sind. Geil. Ich guck mal gerade rein. Was steht hier in Lagerkapazität 1236? So, wie viel musst du da haben nochmal für den Barbarenkönig? Oh ja. Bisschen lauter noch? Ja, 10.000. 10.000 ist ordentlich. Ja. Und ich war jetzt auch ein bisschen Gold, weil ich meine Minenwerfer ausbilden musste, Walter. Ja, das stimmt, ja. Ja, wichtig ist im Endeffekt, dass man relativ gut alles maximiert hat, ne? Ja, ich bin jetzt, sag ich mal, auf Battle 7 gerusht, weil ich halt, die dunkle Kaserne haben wollte und dunkles Elixier halt. Mhm. Ja, also mal ganz ehrlich, Nico, wie jemand hier was macht, ist eigentlich wurscht, egal. Also ich sag mal, der eine sagt, das ist scheiße, der andere sagt, das ist gut oder was auch immer. Also wenn es dir gefällt, dann ist das absolut in Ordnung. Ja. So sehe ich das zumindest mal. Ja, super. Hast du irgendwas, was du noch sagen wolltest hier? Oder was dir, wo du sagst, okay, das könnte besser werden oder was sollten wir machen? Also so weit. Schön, ne, das ist super. Das ist schön. Nee, ich habe dem auch nicht mehr viel dazu zu fügen. Du hast ja gesagt, du bist unter Zeitdruck ein kleines bisschen. Deswegen machen wir das ja ein bisschen kürzer, dieses Interview. Ich danke dir, dass du hier angerufen hast und dass wir auch mal deine Stimme hören konnten. Ja. Und freue mich, dass du bei uns im Clan bist. Ich werde dieses Jahr 13. 13, ui, super. Okay, ja. Also alter Sack schon. Nein, das ist ja fast durchgehend das Alter. Der Maxi wird ja auch 13 und du wirst 13, also das sind viele so im selben Alters, in der selben Altersklasse ungefähr, ne? Ja. Ne, finde ich gut. Und ihr seid auch alle eigentlich sehr nett und freundlich zueinander. Das finde ich also wirklich sehr bemerkenswert hier im Clan. Ja, ich versuche mein Bestes auch. Ja, das machst du auch. Du machst das klasse. Und wenn ich ab und zu mal ein bisschen kritisch bin, dann ist das nicht böse gemeint.
sondern das ist nur, damit du vielleicht ein bisschen bessere Base dir machst oder was auch immer. Also es ist nie böse gemeint. Verstehe ich. Super. Klasse. Okay, vielen Dank. Ja, und wir hören uns wieder. Wir machen ja wieder sowas, ne? Okay. Schönes Wochenende noch. Ja, danke. Tschüss, tschüss. Mach ich gerne. Okay, tschüss. Tschüss, Nico. Genannt YOLO. Tja, meine lieben Freunde vom Clan. Ich komme zu den letzten Minütchen, Sekündchen dieses Videos und dass ich damit abschließe, dass wir nicht nur positive Nachrichten haben, sondern im Moment steht es 21-23 gegen uns. Das heißt, dank Super Samo, der seine beiden Angriffe plus Cookie 2 seine beiden Angriffe auch nicht genutzt hat und blöderweise eben auf alles Mögliche, was wir da geschrieben haben, nicht reagierte. Die Konsequenzen wird er gleich tragen, das seht ihr dann zum Schluss. Ne? Aber wir haben wie auch immer 80 Sternchen dazu bekommen in den Clan-Erfolg. Und hätten die Jungs da noch richtig angegriffen mit zwei Angriffe, hatte Super Samu als Nummer 1. Hätte der also locker, ich sag mal, jemand hier 6 Sterne holen können, anstatt vielleicht der andere 4 oder was auch immer, oder der andere 3. So, und dadurch unentschieden oder sogar gewonnen. Beziehungsweise die anderen hätten noch tiefer angreifen können und das wäre noch besser ausgegangen. Aber wie gesagt, wir werden ihm gleich eine nette Info schicken und das könnt ihr mitlesen. Und damit ist das Thema dann für uns gegessen. Wir werden auch wieder Clankriege machen, aber nicht mehr so oft. Das heißt also, weil es gezeigt hat, dass es leider immer wieder schwierig ist, die Leute dazu zu bewegen, konzentriert mitzuspielen. Das heißt also, im Clankrieg mitzuspielen. Das heißt, pünktlich zu Beginn des Clankrieges da zu sein, sich miteinander abzusprechen, auch zu sagen, okay, du greifst die Nummer 3, du greifst die Nummer 5, du greifst die Nummer 8 an und so weiter. Und was dann ärgerlich ist, weil man könnte auch gewinnen. Und man würde ja so einen Clankrieg nicht machen, wenn man den nicht gewinnen möchte, oder? Weil logischerweise geht die Welt nicht von unter, wenn man jetzt so einen Clankrieg hier so nicht gewinnt. Aber trotzdem, da muss man erst gar nicht machen. Also wenn jetzt jemand hier sagt, ach, mir ist doch scheißegal, ob ich den gewinne oder nicht, ja, Gott, dann mach's nicht. Dann mach doch erst gar nicht so einen Clankrieg mit. Oder? Wie seht ihr das? Das ist doch Quatsch, ne? Also wenn jemand sagt, ja, ist mir scheißegal, ja gut, dann ist es dem scheißegal, dann eben bitte kein Clankrieg. Oder ein Clankrieg ganz woanders im Clan. Weil es gibt tausende von Clans, mit denen man mitspielen kann, wo dann diese dusseligen Typen da auch hingehören, die also da mitspielen und sagen, ey, scheißegal, ich greife die Nummer 1 an, obwohl ich die Nummer 10 bin und habe keine Chance. Okay, genug Stimme verstellt. Wir nähern uns den letzten Sekunden. Gucken wir nochmal das Team an. Also Super Samo, wie gesagt, nach wie vor ungenutzte Angriffe, Cookie 2, ungenutzte Angriffe, 2 Stück, das sind 4 ungenutzte Angriffe von Leuten, die mit Sicherheit auch den einen anderen Stern mehr holen konnten, dadurch, dass sie höhere Gegner angreifen hätten können. Ne? Und Krieg ist zu Ende, Niederlage 21-23, da lässt sich jetzt nichts mehr dran ändern und das Thema ist gelutscht, wie man so schön sagt. Okay, ne? Mal gucken, was hier steht. Da steht nichts drin. Und ich muss jetzt gerade gucken, was ich noch... Ich wollte noch irgendwas machen. Ich mache da gleich Camtasia aus, mit dem ich das aufnehme. Muss auf den Clan drauf, damit ich also diesen Herrn und Meister hier einfach mal rausschmeiße. Und einfach nicht mit diesem stereotypischen Satz da drin, sondern aufgrund von inaktiven... Das Problem, ich habe hier die Tastatur ein bisschen links liegen, sodass ich also hier nur mit der einen Hand da schreiben kann, mit 5 Fingern oder mit 3 Fingern oder was auch immer. Egal mal. Aufgrund von Inaktivität im Clankrieg und unsozialem Verhalten würde ich das schreiben. Das ist auch so. Unsozial ist es in dem Moment, wo man eben den anderen keine Unterstützung gibt und die einfach da das Gegenüber, Gegenüber, ja, Gegenüber, den anderen, das ist natürlich scheiße. Und er wird gekickt. Okay, ich danke euch fürs Gucken und wie gesagt, Leute, solche Spieler wie hier Super Dingsbums Samu brauchen wir nicht im Clan. Bis dann, euer Jan und Grüße von Maxi. Bis denne. Ciao und ciao, ciao.